Jedenfalls sollte er die Aufnahmen löschen. Er hatte halt so voll viele Kameras am Start. Also er hat mir auch voll die Geschichten erzählt, dass er mit Dagi Bee schon Videos gemacht hat, also für sie. Ja, dieser Typ hat mich extrem verarscht. Der Typ hat nur gelogen, wie zum Schluss herausgekommen ist. Hi meine süßen Honeymoons, ich bin Janina. Wenn ihr das noch nicht wusstet, dann wisst ihr es auf jeden Fall jetzt. Okay, das hat gerade voll eklig geklungen, so richtig arrogant. Ja, in den heutigen Storytime erzähle ich euch, wie ich mächtig verarscht worden bin. Von einem Typen, der gemeinsam mit mir meinen Kanal, ja, sagen wir es mal so, führen wollte. Mehr dazu nach dem Intro. Echt jetzt? Nee. So, also, viele meiner Freunde wissen ja, dass ich YouTube betreibe. Und ein damaliger Kumpel von mir, der hatte halt in seiner Ausbildung, in seiner Klasse, einen Typen, der sich auch viel mit YouTube beschäftigt hat. Auf jeden Fall auch ziemlich viel Equipment am Start hatte, Bock hatte auf einen eigenen YouTube-Kanal und irgendwie sind die dann auf die Idee gekommen, dass wir zusammen was starten könnten. Und dann hat halt mein damaliger Kumpel von mir halt erzählt in der Klasse, die haben sich dann irgendwie meine YouTube-Videos angeguckt und meinten dann halt so, ja, okay, cool. Da die ja selber alle Bock haben, einen YouTube-Kanal zu starten, könnten sie ja mit mir zusammenarbeiten. Also, mein damaliger Kumpel, Mert, und zwei andere Typen, die ich halt nicht kannte, mit denen habe ich mich dann halt getroffen. Und wir wären halt so drei Typen gewesen und halt ich, ne, eine Frau. Und wir hatten dann halt vor, gemeinsam so Pranks und so Videos zu machen. Das Lustige ist, wir hatten sogar auch diese Idee, was ApoRed hatte, also es hätte richtig krass enden können. Also ApoRed war ja wegen diesem Bombenprank vor Gericht und wir hatten diese Idee auch und es war vor ApoRed auf jeden Fall. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht, wie nenne ich denn jetzt diesen einen Kopf der Wande, mehr oder weniger. Ich nenne ihn jetzt einfach Spast. So, Spast war halt so ein richtiges Spießergehirn. Und er hat mir dann halt auch gesagt, so ja, er kann mir voll helfen bei meinem Kanal. Er findet meine Videos auch voll toll, so ein bisschen arschleckehaft. Hat halt aber auch so voll souverän gewirkt und auch voll seriös. Er hatte voll die Ideen, wir können gemeinsam was starten. Er hat dann seine Kameras mitgebracht, er hat mehrere. Wir sollen noch erstmal anfangen mit Pranks. Ich bin halt einfach die Reichweite, weil ich schon auf meinem YouTube-Kanal, keine Ahnung, wie viel waren das? 2003? Nicht besonders viel, aber sagen wir es mal so, ich hatte schon eine Reichweite zu diesem Zeitpunkt. Jedenfalls sollte er die Aufnahmen löschen. Er hatte halt so voll viele Kameras am Start. Also er hat mir auch voll die Geschichten erzählt, dass er mit Dagi Bee schon Videos gemacht hat. Also für sie, dass er bei einer sehr bekannten... ich sag jetzt einfach den Namen. Dass er auf jeden Fall bei Mediakraft gearbeitet hat, dass er das Ganze mitentwickelt hat und die ganzen Strategien und er hat halt auf jeden Fall voll die Ahnung und er hätte schon für XY Videos gemacht und jetzt möchte er mit mir Videos machen und ich habe halt gedacht so, boah, geil, krass, die Hilfe nimmst du an, cool, er hat auf jeden Fall auch krassere Kameras als du, du hast halt die Reichweite, man kann zusammenarbeiten, ich habe immer Leute gesucht, ich suche jetzt noch Leute, mit denen ich ab und zu mal zusammenarbeiten kann, wo man gemeinsam ein Projekt ins Leben rufen kann. Er war voller Tatendrang, ich auch, wir irgendwie alle, wir haben so voll so rumfantasiert, ich habe mir auch echt gedacht so, boah, das ist voll cool, der hat ja voll die Ahnung. So, zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch noch nicht so die Ahnung, die ich jetzt habe. Auch so was die Analytics anbelangt oder die Monetarisierung oder Thumbnails oder sonstige Sachen. Das war mir damals halt total egal. So, ich konnte auch nicht mal, ich konnte, doch, also bitte schön, ich konnte schon schneiden, aber
hat auch alles nur so in den Kinderschuhen gesteckt. Also jetzt finde ich schon so, ja, meine Qualität, ne, hier Qualität, Quantität. Also ich merke schon selber so, ja, wie positiv ich mich verändert habe. Also, ne? So einfach auch von meinem Content her. Und früher habe ich halt gedacht, so nimm jede Hilfe an, die du bekommen kannst. Na okay, ich habe nicht überall die Hilfe angenommen, dumm, wie ich auch immer war oder beziehungsweise bin. Aber der aus Berlin kam und auch gesagt hat, Mann, ich unterstütze dich, lass das gemeinsam auf die Bühne bekommen, der sich auch so voll einfügen wollte in meinen Kanal und Kameras am Start hatte und so halt einfach so voller Herzblut war, habe ich den voll vertraut. Und ich habe mir halt auch gedacht, so, ey, das ist gerade voll cool, da ist jemand, der hat Ahnung. Das könnte lustig werden, das könnte so ein geiles Community-Projekt, Community-Projekt werden. Da passiert mal ein bisschen was auf deinem Kanal. Das ist mal ein bisschen spannend. Ja, dieser Typ hat mich extrem verarscht. Der Typ hat nur gelogen, wie zum Schluss herausgekommen ist. Er hat nie bei Mediakraft gearbeitet. Müssen wir nicht drüber reden. Er hat nie für Dagibi gearbeitet oder ihre Videos geschnitten oder sonstige Sachen. Er hat sich halt eigentlich wirklich alles von A bis Z erlogen. Er war halt einfach so ein kleines Spießer-Girl, was alles in den Arsch gesteckt bekommen hat. So richtig heftig. Hat halt dann auch die teuren Kameras und das ganze Equipment-Zeug gehabt, weil er ja alles von Mama und Papa in den Arsch geblasen bekommen hat. Und ich hab den halt einfach geglaubt. Dann hatte der noch nicht mal richtig Kohle an den Tag dabei, wollte aber essen. Ich, Samariterin, wie ich halt nun mal bin, mein letztes Geld, wovon ich auch noch ein paar Tage hätte leben müssen, ihnen gegeben, komm, hol dir was zu essen. Hab dann halt auch gedacht, so gebe ich ihnen halt da den Zehner fürs Essen, ne? Ist schon in Ordnung so. Der hilft dir ja auch so, voll cool. Ich habe auch damals immer, wenn ich mit meinen Freunden Videos gemacht habe zum Beispiel, dann habe ich halt auch immer für die gekocht oder ich habe die zum Essen eingeladen oder irgendwas so als Dankeschön halt so. Den zurückgegeben und ich habe die gegeben, ich habe nichts zurückbekommen, ja. Ich bin auch nicht so eine Person, die jemandem was schenkt oder irgendwas macht, weil sie dann erhofft, dass sie dadurch irgendwie was bekommt, also richtig eklig. Aber der Typ war schon echt widerlich, der war erbärmlich. Das Krasseste ist dann auch noch dabei, also er hat die Aufnahmen einfach alle gelöscht. Meinte irgendwas, es geht mit Bluetooth, damals kannte ich mich auch noch nicht so mit aus, dass er das dann auch jetzt schon auf dem Laptop hat, das hat er irgendwie so rübergesendet, keine Ahnung. Das ist kein Problem, er kann die Daten mir geben, ich habe sie bis heute nicht bekommen. Passanten haben den Rettungswagen alarmiert, der Rettungswagen kam an. Sowas kann man denn, wenn man fett Kohle scheffelt mit YouTube, durch die Werbeeinnahmen dann auch aus der Portokasse zahlen, ne? Das war so unüberlegt einfach. Es tut mir noch echt leid. Der Rettungswagen kam an, wir sind weggerannt. Ja, wir sind halt weggerannt, weil wir voll Angst hatten. Und ich weiß gerade gar nicht, es ist so schlau, das gerade auf YouTube zu sagen. Wir sind halt weggerannt und ja, der Einsatzwagen, keine Ahnung. Vielleicht wurde er gerade woanders irgendwo gebraucht. Ist halt voll scheiße von uns gewesen. Wir hätten das irgendwie durchplanen müssen. Wir hätten uns, glaube ich, auch eine Genehmigung holen müssen, dass wir da drehen. Oder hätten auch vorher die Feuerwehr oder so anrufen können. Ey, passt auf, wenn da und da zu dem Zeitpunkt ein Anruf bei euch ankommt, das ist dann gerade ein Prank oder was weiß ich was. Das war so unüberlegt. Das war einfach so richtig dumm. So richtig dumm, aber du denkst halt überhaupt nicht nach. So, ich glaube auch, das Video, das wäre wirklich richtig geil gewesen. Wir haben halt so aus mehreren Perspektiven gefilmt. Ich stand in der Mitte. Wir hatten von hier eine Kamera, von hier, das war meine Kamera, und dann nochmal ein Freund, der halt mit so einer richtig kleinen Minikamera so undercover dann halt an das Geschehen rangekommen ist. Ich habe keine Aufnahmen bekommen. Ich habe natürlich nur die Aufnahmen, die von meiner Kamera gefilmt worden sind, aber da sind die ganzen Passanten vorgerannt. Kann man halt nicht verwenden.
Und es ist halt richtig scheiße. Okay, unsere Aktion war auch scheiße, weil wir hätten irgendwie vorher mit der Feuerwehr reden sollen, dass die da niemanden denn hinschicken, also keine Rettungswagen, was echt scheiße war. Aber ja, das ist jetzt, oh mein Gott, wie lange ist das her? Lass mich mal lügen. 5 Jahre? 4 Jahre? Ja, natürlich, muss ja ungefähr. Ich komme mit so einem alten Rotz jetzt hier an auf meinen Kanal, was vor 5 Jahren war, läuft richtig hart. Obwohl, in meinen anderen Storytimes habe ich euch Geschichten erzählt, die schon 10 Jahre zurückliegen. Ich glaube echt, das Video wäre so lustig geworden. Ich ärgere mich, weil auch die Passanten haben so cool reagiert einfach. Ja, habe mich halt von diesen einen Typen so verarschen lassen und so manipulieren, aber ja, zum Glück habe ich so eine Spasten nicht mehr um mich herum. Ja, das war's von mir. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!